spekulative, aber auch chancenreiche Aktien. Investments in Standardaktien sind für die meisten Privatanleger langfristig die sinnvollste Anlagestrategie, mit der sie im Schnitt aufs Jahr gesehen plus 6% bis 8% Rendite einfahren können. In Großbritannien zum Beispiel, dort sind Aktieninvestments so normal wie in Deutschland früher Festgeld und Sparbuch. Chancenreiche Titel, die ihnen ein Vielfaches der Performance von Standardaktien bieten. Aktuell sind dies beispielsweise Aktien aus den Bereichen Cannabis, Biotechnologie, Explorer und Tech. Hier können Sie schon mit kleinen Einsätzen riesige Gewinne erzielen. Natürlich sind hier auch die Risiken höher. Aber welchen ambitionierten Aktienanleger stört es tatsächlich, 500 Euro oder 1000 Euro ins Rennen zu schicken, wenn daraus 25.500 oder 51.000 Euro werden können? Immerhin eine Chance auf plus 5.000% Gewinn. Branchen mit fantastischer Performance. Sie finden, plus 5.000% sind zu hoch gegriffen, eben nicht in diesem Aktienbereich. Nehmen Sie das Beispiel der Biotech-Aktie Celgene. Sie ist innerhalb von 20 Jahren um fantastische 23.300% gestiegen. Aus dem Tech-Bereich stammt der wenig bekannte IT-Dienstleister Cognizant, der es in 20 Jahren immerhin auf plus 20.066% Kursplus brachte. Und im boomenden Cannabis-Bereich konnten Investoren der ersten Stunde mit der Aktie von Canopy Growth sogar Gewinne von über 230.000% erzielen. Spekulieren auf eigene Faust geht meistens nach hinten los. Aber Achtung, das klingt nach einfach verdientem Geld, ist aber tatsächlich harte Arbeit und eine Wissenschaft für sich. Sie müssen natürlich genau wissen, welche Aktie wirklich das Potenzial hat, plus 1000, plus 5000% oder sogar noch mehr zu steigen. Wenn Sie hier ins Blaue hinein, beispielsweise auf Grundlage von Gerüchten oder eines Tipps eines Möchtegern-Insiders, in spekulative Aktien investieren, produzieren Sie nichts als Verluste am laufenden Band. Diese leidvolle Erfahrung mussten bereits viele Anleger machen. Tipp: Vertrauen Sie Experten. Halten Sie sich an die Empfehlungen von echten Experten, die sich in der jeweiligen Branche richtig gut auskennen. Schauen Sie sich zuvor an, welche Gewinne die Empfehlungen dieser Experten in der Vergangenheit eingebracht haben. So haben Sie eine Grundlage, um zu entscheiden, wem Sie vertrauen möchten. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, einen Experten erst einmal zu testen, indem Sie seine Empfehlungen zunächst in einem Musterdepot nachbilden.